Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Replay of the Week. Und dabei handelt es sich um den E25, für viele von euch wohl der spaßigste aller Premium-Panzer überhaupt. Und wir sehen, ja, der hat ein paar Kringel ums Rohr. Also der Spieler wird hier schon wissen, was er macht. In dem Fall handelt es sich um den Seeker. Und die Karte ist Wadi. Er ist hier mit Tier 8er, 7er, 6er Gefecht. In dem Fall müssen sie hier verteidigen. Und er schreibt schon Good Matchmaking. Wobei, man darf ja nicht vergessen, er hat ein verbessertes Matchmaking. Das heißt, er kann auch allerhöchstens Tier 8 sehen. In Tier 9 kommt er sowieso nicht rein. Eine Arti auf beiden Seiten. Damit kann man schon umgehen. Und jetzt schauen wir mal, was er da macht. Erstmal spottet er so ein paar Gegner. Und was heißt ein paar? Der spottet da richtig viele. Und wir sehen, er kann hier erstmal schießen, ohne dass er überhaupt dabei aufgeht. Erst jetzt geht er auf. Und da hat er schon die ersten 366 Schaden anbringen können und eben auch einiges gespottet. Also, das war schon mal ganz gut. So, jetzt muss er auf den Tiger 131 da unten aufpassen. Aber da passt sein Team schon auf. Das ist alles noch im Rahmen, wobei er scheinbar da jetzt von hinten ran will. Er hat eine sehr flache Silhouette, deswegen kann er hier gut von einer Seite auf die andere Seite fahren, ohne dass er da Probleme bekommt. So, Auto-Aim. Und jetzt hier Tiger von hinten da rein und er lädt halt einfach so wahnsinnig schnell nach. Und der Durchschlag, der ja an sich ein bisschen geringer ist, ist dann hier kein Problem. Durchschlag sind 150, mit Premium wären es dann 194. So, und jetzt hat er sich wieder seine Stelle geholt. Denkt sich, alles klar, der Tiger ist weg. Jetzt machen wir wieder hier ein bisschen Gas. Und Su fährt natürlich auch noch seitlich hoch. Das heißt, da hat die Su jetzt gar keine Chance. Und einen einzigen Treffer muss er noch landen. Und ja, auch den landet er perfekt. Direkt über den VK gehabert. Sehr schöner Schuss. Den muss man auch erstmal machen. So, und jetzt der T-34. Da denkt er sich, jo, der kriegt auch noch ein paar. Und dieses maschinengewehrartige Schießen ist halt wahnsinnig. Und er bleibt hier weiter drauf. Jetzt dreht sich der T-34 rum. Und jetzt merkt er, den kriege ich noch raus, bevor er da um mich... oder den Turm dreht, bevor er auf mich raufkommt. Deswegen hat er hier weiter geschossen. Sehr smart. Da war auch natürlich der Treffer von seinem Team wichtig. Jetzt kommt da der Jagdtiger-Hit rein. Da muss er aufpassen. Zieht sich auch sofort zurück, dass er hier nicht so nochmal einen reinbekommt. Man darf mit dem E25 nicht zu viel Risiko gehen. Durch das sehr schnelle Schießen ist man immer irgendwie nochmal dran, nochmal einen Hit und nochmal einen Hit und nochmal einen Hit zu machen. Aber er hält halt nichts aus und jetzt muss er aufpassen, der T29. Aber da hat er einfach nicht mal so schnell laden können, wie er schießt, merkt, kommt nicht durch, nochmal nach vorne fährt und nochmal schießt. Der E25 ist einfach wahnsinnig flink in jeder Art und Weise. So, jetzt will er sich hier ein bisschen umstellen, wobei man muss mittlerweile sagen, 8:3 steht's. Also das Gegnerteam hat hier unfassbar Probleme gehabt, da nach vorne zu kommen. So, jetzt will er hier den Uni, aber den kriegt er nicht. Oder den Jagdtiger. Auf den sollte er draufkommen, aber da muss erstmal das Haus dafür weg. Und die macht er jetzt auch weg, jetzt hat er freie Schussbahn und jetzt kann er die Pinata farmen. Und geht da auf den Jagdtiger, da geht einer nach dem anderen raus. Er ist jetzt hier auch recht sicher. Keiner kann auf ihn schießen. Der Uni ist unten da in diesem Tal. KV3 ist auch nicht. Also das heißt, er kann hier die Hitpoints vom Jagdtiger farmen, nachbelieben und holt sich da jetzt seinen 5. Kill. Und ist schon bei 3400 Schaden. Also das geht natürlich super, weil er einfach so agil ist. Das macht ihn halt auch aus. So, und nochmal ein. Und auch da der M43 weg. So, und was macht der M6? Auch der
bekommt jetzt sein Fett weg. Und er ist nicht mal offen. Das ist halt das. Jetzt brennt er sogar und er brennt weiter. Er brennt weiter. Gar kein Thema. Und jetzt hier schon mittlerweile der 7. Kill. Denn die Arti war ja schon sein Krieger. 4600 Damage. Und es geht so verdammt schnell. Und schaut einfach immer so leicht aus. Aber man darf mit dem Panzer wirklich nicht überpacen. Das ist, die Gefahr ist da immer wahnsinnig hoch. Aber hier in dem Fall macht er das wirklich gut. Fahrt immer genau zum richtigen Zeitpunkt in die Schnittstelle rein und macht dann den Schaden, den er machen will. So, der Oni ist jetzt auch hinüber und jetzt gibt es dann noch den Emil und den VK. Und natürlich einen Kill will er dann unbedingt noch machen, denn das wäre wiederum seine Radley Walters. So, jetzt ist nur noch der letzte Panzer am Start, nämlich der sture Emil. Und den will er natürlich haben, aber er sieht schon, oh, scheiße, der ist ja schon da umringt von meinen Teammates. Und jetzt muss er natürlich da schnell sein, dass die den nicht noch abfrühstücken. 5 Granaten hat er noch, normale am Start, danach werden es Premium, aber sture Emil sollte jetzt nicht so das Problem darstellen. So. Alle fahren drauf, alle wollen den Happen vom Emil haben und er fährt jetzt hinten drauf, rammt ihn da ein Stück und jetzt muss er da den Damage machen. Und er kriegt den letzten Schuss genauso drauf, dass er passt, macht seine Radley Walters klar und macht 5400 Schaden. Und bei so einer Runde, dann kommen halt einfach auch mal mit einem 7er Premium fast 100.000 Credits netto raus. Beeindruckendes Teil, immer wieder schön zu sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Kommentar. Oder einen Daumen nach oben da. Oder falls noch gar nicht geschehen, ein Abo. Ich würde mich wie immer sehr freuen. Hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Bis bald, euer Alcaramba.